Maike Kohl-Richter, die zweite Ehefrau des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl, soll die Alleinerbin seines Nachlasses sein. Das berichtet der Spiegel. Die Söhne Walter und Peter aus erster Ehe hätten demnach nur Anspruch auf einen Pflichtanteil. Das Verhältnis zwischen Kohl und seinen Söhnen galt als zerrüttet. Nach einem Streit um die Beisetzung des Vaters hatten sie auch nicht an den Trauerfeiern teilgenommen. Zum historischen Nachlass des Altkanzlers zählen auch Akten, auf die nun das Bundesarchiv Anspruch erhebt.